Von der Erde reißt mich los, mache meinen Glauben groß. Dankeschön für das Leute wählen und singen. Ich freue mich, dass wir von der Erde hier sind. Für einen sind wir meine Frühen eigentlich nicht hier. Das hat zu tun mit ihrer Freundschaft. Dass sie noch niemals wirklich diesen Verstopp getroffen hat, dass wir für einen sind auch deuten, dass wir ihn sehen, aber das wirklich ein schöner Sehen auch von der Erde hier zu sein. Jetzt scheint wir schon einen Ritt vorn, aber jetzt immer war auch sehr schön. Drei Thyssen, die Kirche zu sein, Thyssen, dann sehe ich nicht Hüß und so weiter. So, ich sehe halt gesehen worden mit dem Taub, mit dem Taub sehen und auch so ein Bericht ist das. Das ist eine Konferenz, die ist aktiv, die plant und die träumt. Und ich sehe immer, war, wo das Wort erst ganz still steht, da fängt das an zu stinken. Und je weit, was das meint, wenn wir erst nicht planen, nicht an der Hand haben, nicht ans Wort kosten, das anstrengend machen, dann merkt Lebensbild sehr wenig sein. Gott ist ein Gott, der du moven hat, der darf jeden Tag nie leben. Du kommst jeden Tag nie Menschen zur Welt, wenn du heute das Leben geschenkt hast. Du sind jeden Tag Menschen, die sich zu Gott bekehren, wenn du heute das Leben schenken hat. Gott ist ein Gott von Movement. Und wie will man moven? Mit was immer hier haben. Ja, gut, gleich nicht, wenn es heute noch einmal neigen zum Gebet und dann werden wir immer gehen in unsere Predigt. Dankeschön, himmlischer Vater, dort wir haben hier war der Kontakt kommen von der oder die Gemeinschaft hier haben. Wir wollten die Best hier. Und ja, uns, die Best alle Wege, wo Menschen sich von der getroffen haben und trafen dann, wo sie sich in deinem Namen trafen, Herr. Und wir trafen uns hier in deinem Namen, in deinem Wort erst und ja, uns. Und wir haben dort und wir werden uns mit dort beschaffen. Und wir wollten dort, was wir in deinem Namen sein willst, wenn wir deinen Wellen dann wollten wir es in deinem Namen. Und wir wollten, dass dein Wellen, dass wir hier top sind. Dort ist dein Wellen, dass wir dein Wort von dir nehmen. Und dort ist dein Wellen, dass wir das Wort wollen, mehr und mehr verstehen in ein anderes Leben persönlich anwenden. Und wir laden dich ankommen, muss die auch diese nächste Zeit sein, wo wir besonders dein Wort wollen nehmen. Amen. Wir haben hier nun drei Timer gehört, oder wir gehen hier nicht drei Timer nennen, soll ich sagen. Zwei Timer sind vorig von dieser Serie. Das sind so fünf Timer. Ab das Ganze, wenn ich war, aber für Deulen, vielleicht dicht an Tieren, vielleicht auch ganz Tieren. Wir haben nur zwei Timer gehört. Das erste Timer war Gott, da meine Einstellung, was eine murrende Einstellung ist, für Wechseln für eine dankbare Einstellung. Dort gibt es zwei Botschaften. Hier wäre die Botschaft von Murren und dann haben wir die Botschaft von Dankbarkeit. Das gibt zwei Botschaften, aber ein Timer, würde sagen, ab ein Timer handgelenkt. In Ferien sind auch dann hat Lehrer Billy Freus hier eine Predigt. Und ein Name zwei in eine Predigt nennen. Und ich weiß nicht. So, nun soll die mir sagen, was hat die Ferien sind auf eine Botschaft? Der wird hier wählen. Für der wird hier nicht wählen, für der habe ich noch eine Bitte. So kriegt sie Gott auch so mir. Komm jemand und sagen, an was handelt sich die Predigt Ferien sind auch? Sieht man bosig. Ich sage, wir haben die Titel. Die wollten. Wo? Kritisieren. Kritisieren für Tischen für Wort. Wo? Abhaus mit ihnen wir, das stimmt. Wenn es aber noch einkartet wird, dann hängen. Wo? Beten für dich. Okay, und ich kritisieren beten, das kommt dann an, das wird dann an. Und dann bin ich, hatte ich auch, wenn ich nicht wir. Das stimmt. Mit uns wir beten, und dann ist aber noch ein Wort. Und dann steht, kritisieren ist ein Wort, was er beschrieben. Sie sind noch reich so weit. Das ist ein anderes Wort, was Billy hat aus dem nächsten Thema. Wer weit? Die weiten, die haben alle hier. Ein Leuftool der Mensch, der wirklich leuftoolig, der Gott läuft und die Menschen läuft. Das ist doch ein Kritisierer. Der mal wäre mit dem Finger weich, wie sind das? Dann habe ich Fernsehen auch gehört. Ein Leuftool der Mensch, der passt ab, wenn er mit dem Finger wie sind das? Und wenn er das, dann wurde das mit Ursack und mit Reicht und sie lehrt die Bibel dort. So, wer hier Fernsehen auch nicht was ist, bitteschön, nehmt die CDs, da hängen sie an CDs rein. Und wenn die nicht wollen rein sein, der Junge sagt, dass sie sagt, die wollen bosig mehr mehr. Die Botschaft macht die alle horchen. Dankeschön, Billy, für die Botschaft bringen. Das wir bloß sehr, sehr to the point. Hat mich sehr, sehr gefallen. Ich bin schuld, dass ich hier persönlich nicht konzern, aber ich habe jedenfalls mir den CD dann futz geholt und den dann auch gehorcht und auch all wiedergegeben. So, ich gucke den an, so dort wieder. Wir werden diese Serie in aller Physik mitzukommen, aber dort kann alle ein voller Park sein. So, wir gehen in das dritte Thema, und dort werden wir von der bloß anfangen, nächsten Sinne vorig merken. Und das dritte Thema ist Gott, da meine Begierde,
meine Jizje oder meine Lastje, Einstellung, verwechseln für eine Einstellung von Zufriedenheit. Also nächsten Sinn nach Jared Eva Zufriedenheit. Von der war wir aber auf der Timer abgehen oder auf den Gedanken, an der drei, wo der dritte Timer ist. Gott domi wiesen Wort bedient eine Lust, eine Lastje, eine lastbare Einstellung, eine begierde Einstellung, eine jizige Einstellung. Wiesen wir, was uns dort ist, wiesen wir aus welcher Platz mit uns dort zu tun haben. Und da will ich das Wort mit tun. So, den Bibelfers, den wir diese Werk wollen auswendig lernen, dort ist das letzte Gebot. Das war Jesaja in Wahrscheinlichkeit diesen Bibelfers. Das ist 2. Mose, Kapitel 20, Vers 17. Und das ist das letzte Gebot, was auf den 10 Geboten geschrieben steht. Und dort sagt es dir, dort, lass dich nicht gelüsten deines nächsten Hauses, lass dich nicht gelüsten deines nächsten Weibes, noch seines Knechtes, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch alles, was dein Nächster hat. Diesen Bibelfers, weil wir uns dieses Werk von der Bibelfers zeigen, das ist das 10. Gebot, das werden wir uns dieses Werk sehr toll annehmen. Und wenn du sagst, lass dich nicht gelüsten. Wir werden uns dann anlösen, was meint gelüsten? Wir werden von der mit dir Däuber nennen, was erst und das dort, was von der Wirt kommen und noch zu brücken, ich habe ein bisschen gesagt. Und uns einfach versiegen, selbst zu gerieben, durch diese Werk, durch die nächste Zeit, sie ist ein lastbarer Mensch. Sie ist jemand, was du begierig hast, gierig. Sie hat jemand, was mit Jitz zu tun hat. Und ich würde von der Seite beschrieben, mit einem Kartensatz, was meint Jitz? Ich frage jemand, das ist der, und der, das ist das. Das meint alles, ja? Was meint das? Jitzig, aber was ist Jitzig? Das ist Jitz. Aber was ist Jitz? Was hat Jitz alles an sich? Geldjährig. Begierig. Nicht loslutend kann. Jetzt ist ein sehr schwinsches Wort, wenn wir können sein. In sich selbst ist das nicht schwinsch, aber das beschrift eine sehr große Schwinschheit. Und jetzt, die Bibel sagt, es ist der Wartel von allem Übel. Ja? Jetzt ist es jetzt ein Schneeball, der hat mal aufhängt zu rollen und zu kuldern und das alle Hand melden, strauen, löschen und Schwinerie mit angewackelt. Jetzt ist ein Beuse-Ding, wenn wir das denken haben. In sehr böse Ding. Dass mir in die konnte helfen. Und dass man das macht, wie nicht. So, wir wollen uns von der ab diesen Gedanken einfach mal abladen, von was bedient eine jähe oder eine lastbare Einstellung, wann er weiß ich, dass ich eine lastbare Einstellung habe. Und nicht mal bloß zu weiten, als ich lastbar sein, aber auch danach der Weisheit zu weiten, wenn ich Last habe, oder dass mir das Jank hat, ist er dann noch für das Last. So, dort kommen wir meist für das danach mal hin, weil ich eine Frau frage und ich habe ihre Antworten. Ich glaube, von der in der Welt habe ich mit so viel Last zu tun, mit so viel Jier, mit so viel Janker, mit so viel Jitz aus wahrscheinlich keinem Eier. Woran willst du an sich Kinder von dir, von klein an, worden mit viel verschiedene Dinge gebombardiert? Und was sagt man dort? Von klein an worden Kinder mit Schwienchen, mit Dame, mit lastbare Sachen, durch ihr Ü, durch ihre Uhren und mit was sie beleben, beeinflusst. Jungs, als ich so wie als je, dann habe ich noch keinmal geträumt von einem Fonmaterial. Ich denke, dass wir an 91, da wir nicht stehen, und dann höre ich einmal, dass hier wie guckt, wie ein Mann, der mich auf dem Fon, der konnte mitnehmen. Das ist kein Droht an. Einzigen anderen, dass da eine Tegel, anderen anderen, dass wir ein drohtloses Fon, und Luther kam hier ein moderner Wort, dass wir ein Cellfon. Das liegt wie an 91, wenn ich reich sein. Wie das erste Mal, dass ich das antworte, dass hier meine Töpferplan wie ein Mann der Hosen dort. Und wollte ich nicht lange, hatte die zweite. Dann träumen wir noch nicht mal, was ich in der Jahren, wo wir hier sind. Wir hatten keine
war, uns der Last Luten Tons zu kommen, durch ein Cellphone. Sind Jäger damals gleich. Ein Computer, dort wie ich so ein sehr weltlicher Ding, das will jemand weit von wach bleiben, ja, und so wieder. Ich habe mir gedacht, das wird nervös in meinem Leben lernen, den Computer, von der würde ich mäßig weit, wo ich unter Dings soll vorig worden. Mit euch trage, wo für mich allein ein Leben da bloß, dann würde ich dort noch mehr ehrlich sein, aber meine Arbeit von der erlaubt das nicht mehr so reich. So, von der unsere junge Welt, die wird so sehr gebombardiert, das meint mit Bomben und Verstand und unsere Ehe und unsere Uhren, mit was wir beleben und uns neun getan. Von klein an, die kleine Kinder. Und das wirklich sehr schön, wo schwimmen kleine Kinder, machen Schwänchen, böse Dinge, sein, hören, erfahren. Was ernte deren Aufmerk bloß noch zu meiner Last. Von der Jesus erst von der kriegt so viel mal meine Last, als du nun erst, noch viel mehr Gründen, ihr sagt dort wie gute, starke, zielbewusste, christliche Eltern von der Hand. Die Kinder können halten, bewahren für das Beise, für die schreckliche Last, die Pferde, die erstaunen wird. Gott sieht, zu kein, weißt du was? Die Feind, die steht, Ramadea, und die lehrt nur die. Es ist von der bloß noch viel mal euer, und mein Pferd kommen nun. Da haben sie junge Menschen, wo die Feind den Togang haben, der ist viel verschieden, zu dem, was Jörn trägt, einfach bloß nicht durch wir. Warum merkt uns nicht Stellholen, da merkt uns nicht trürig. Und dann war ich jo, aber in anderen war ich, wie hand immer noch Gott auf uns sieht, Gott ist immer noch stark, ja, Gott ist immer der Last, Gott ist immer der Beise. Er hat Armtaub, tja, wie Siegen immer das. Und ich wollte Ihnen sagen, wenn Ihnen einen Tag wollen befrieren, kommt plötzlich auf die Dame Idee und sagt, wir wollen Schimmelchen haben willst. Und der Last bei der Welt, weil ich die bloß never bauen haben. Ich werde Ende nach, wie ich im Hospital und wie nur eine Person, der ich nach, und über dem war ein Kind geboren und ich habe den Nurse über dem in der Stube haben, wo ich war und vertraue davon, dass wir ein Kind geboren. Dann frage ich sie, hey, jene Familie? Ich sage, ja, wir haben. Wie viel haben wir? Drei Stück. Na, wo will ich ihn dort? Dann sage ich, warum nicht? Dann sage ich, wir sind so viele Jahre befreit und ich will bloß ab. Kein wachen Kind haben. Wenn ich in der Welt dann checken darf, von der auch Kinder, was weißt du, die hast keine Macht, die hast keine Kontrolle über dich. Dass Jeff bloß ein verdorbenes, willet Volk und sind, weil er nicht halb mir Rat mehr, Meier mehr. Weil ich sie weiß, was, ich würde ein Zentrum von dir auf Rasch meine Familie anfangen. Reiter aus dann, als wir jung befriedet werden. Ihr sollt ihr mich scheinen und mit Jesus Christus, taub Chavi, eine christliche, gottesfertige Generation abtragen. Das Chavi, erst Gott für uns, wer kann jeden uns sein? Das ist möglich. Und wir wollen lernen, in dieser Welt, wo wir nun leben, mit so vielen lastbaren Dingen, die du sehen. Ich weiß, die Männer im Zentrum, wenn die da sind, die sind drei Monate im Zentrum gewesen. Und some von denen haben das erfahren. Ich habe das selbst belebt, wenn ich dem noch Cocktail genommen habe. Ich sage, die Schafen dort. Und dann, wie wir noch mit kleinen Einzigen legen, haben wir erfahren, dann wird irgendwo ein Zehn, Carta Blanca, oder für den Traveler verbieten, die hat eine Seite von diesen Truck allerhand schön Bilder und eins. Und sagt, der Männer, Herr Kimmel, ihr wisst, wo schwingt die Welt wir? Wo schwingt die Welt, das falls Zehns? Und von was, die besser mit kleinen Einzigen erfahren, was sitzt denn alles? Und die sehen, wir haben drei Monate im Zentrum gewesen, wir haben nicht ein schlechtes Bild gesehen, dass wir ein schönes schlechtes Bild am Telefon, dass wir alle wieder fuhren, das wieder nicht. Aber nun, wenn ich noch mal bloß auf dem Weg sehe, ich habe noch mit zwei Menschen geredet, bloß auf meine Jungen gesehen, haben wir vorhin, wo viele lastbare Dinge sind abgestellt, urgent zum Lasttrieben. Durch zum Reifen laufen, zum Schmerz laufen, und zum Schockabs laufen, und zum Papitas, und was immer. Das ist lastbar abgestellt. Das sagt ihr bitte, Papitas, was hier. Weißt du, was die kostet? Ich bloß ein Löschchen Papier, die kostet noch mehr. Lassbar, tragbar, weißt du? Eine Schweinerie ist das, alle weh. Für die kleine Kinder, das wollte ich lesen, dann Mama, das sag ich dir, der kann nicht bloß ein, der kann mehr. Ja. Und sie wird das lassbar abgestellt. So, der Last ist ein Ding, was vom Feind her gedreht wird. Dort, immer wird durch, solange es diese Welt ist. Und das wird nicht weniger werden, wenn wir kommen nun. Das entwickelt sich und verwickelt sich immer mehr. So, wenn wir als Menschen mit Last betroffen waren, in uns mit der Last, aber nicht, wenn wir sagen, aufgeben tun, damit schaffen, dass die Last wird weichgespalt worden, von uns wird rückgedreht worden. Und wir luten die Last in uns bern, der Rest ist ein kleiner Wurm, der kriegt in uns nähen, und der wird unseren Mensch wieder und wieder übernehmen, verdorben. Das ist ein Wurm, der in Opel dann krüpen wird. In Opel ist im Aufwand noch nichts zu sein. Aber der hat ein kleines Lachs hier, wenn die Wurm so abhausen, das ist die neue Krüppe. Und dann wird er den ganzen Wurm, der Wurm übernimmt den ganzen Opel-Theorie-Latz.
Und nicht mal bloß von den Oblischhaften besiedelt noch einer, da wurde dem auch noch sein verdorben. So, wann man los betroffen ist, und dort kann los sein, über ein oder das andere, verschieden, dann passiert ein Ding. Dort los klottert wieder und wieder und wieder und hat wirklich nicht in ein Bad den Tod. Der Lust sein ein als der Tod. Für ewig getrennt sind vor Gott. Oder ab dieser Welt sogar ein Ziemal all Tod sein. Wofür Lust hat viele Menschen der Lutere Tiet all das Leben gekostet? Wir müssen uns mal nachdenken. Lust ist so, als wenn irgendwie auf dem Meer sind und du hast ein großes Meer und der verdarscht auf dem Meer. Als ich das erste Mal hier, dass ein Mensch, wenn der auf dem Meer ist, in dem Wort das Wutter alle, dann verdarscht er, während er im Meer voll Wutter ist. Das will mir nicht deutlich. Ich sagte das erste Mal hier, dass ein Mensch wird verdarschen, wenn er in der Wutter alle wird, und deshalb mehr ist gedacht, das ganze Meer, da wird die Nerven getrunken kriegen. Prauf mal, und ihr müsst im Meer gewassen, trinkt mal einen Kuffel voll Ut. Der Mensch wird zwar noch sehr viel Dollar darstellen, aber sehr busig, wird es dort salzig. Und so das Lust. Lust ist so aus die Drängswort, aber die viel Fuß zu hängen noch mehr. Lust hat keinen Ein. Lust fährt mehr und mehr und mehr. Je mehr Lust die Drifts, je mehr Lust macht ich bloß down. Wird sich ins Glob an der Lust. Und dann verdrängt man auf dieser Welt mit allem, was die Welt an seinen Lust beiden hat. Du hast kein Ein und du hast kein zufriedenstellen. Und Lust wird den Mensch letztendlich bloß einfach anbringen, seine Gesundheit, seine Mut, seine Kraft und manchmal auch sogar sein Haben Gott. Und wir wollen ab dort Luther noch ein bisschen mehr nachchecken. Jesus Christus, der redet auch von Lust. Und er merkt sehr deutlich, dass Lust ist auf dieser Welt durch. Aber Jesus will auch klar haben in Lukas Kapitel 12, dass Dinge auf dieser Welt, wo er mir die nicht zufrieden stellen. Das schafft nicht. Und dann, wo viel Geld, wo viel haben Gott, ich habe diese Welt, wo er kriegen. Und dann, wo viel ihr, ich kriegen, wo auf dieser Welt, wo sei mir, was geluft worden. Und wo sei ich, wo ich kriegen auf dieser Welt, wo meine Last nur trachten und segnen wird, wird niemals nicht zufrieden gestellt worden. Büter in Jesus Christus, Büter in Gott. Und wir kommen noch auf ein Schemaier von diesen Sachen. Ein Engstchen wieder. So, ich möchte nun mal eine Frau fragen. Wo wird ich nun, wann er erst dort Last? Wann er erst dort Last? Jugendliche hier, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich will meine Frau hier haben. Sie wird mir nicht beantworten, sie soll sie selbst beantworten. Ich will das für diese Zeit im Fernet fertig haben, schmacke Rims, dann noch so eine Rims, dass ein anderer nicht hat, und vielleicht ein Fernet Stereo, und vielleicht noch ein Klima, ein stärkeres Auto aus den anderen Sinne. Und die haben auf einmal einen Freund, man, dieser Haft, sie können ganz nicht fertig haben. Wer war sein Krawatt? Und die kämpften, die wies dir den Krawatt, die smote ich, die schafft, ich wusste, ich habe schließlich ha, könnt mir ein Krawatt schreiben. Und das ist nicht mal ein Ride. Und die nahmen ein Ride mit denen, und die 40-Fan, die haben Dial Power und turns the music on, you know. Und das ist wunderbar. Und du sagst nicht bei dir, wow, man. Ein Tag, wenn ich noch mal über das Deutschland komme, dass ich auch in das Geld habe, in die Möglichkeiten habe, dass ich auch eine Krawatte habe, krank so eine Kostet wird es sein. Es ist lost. Und es fehlt auf diese ganze Sache noch einmal zu weiten, es ist lost oder nicht. Wir als Christen sollen den Helden Jesus haben, oder wir haben den Helden Jesus, und wir machen Gott darum freuen, und Jesus mir auch der Ansicht, der ich dem Helden Jesus dazu unterscheiden. Das Jesus von interessiert zu sein, in Krawatte zu haben. Ist das lost oder ist das nicht lost? Ich würde sagen, nein, das ist nicht lost. Wenn ein junger Mensch oder ein älterer Kreitendund, ein Sie alle lieb, dass du
Und hier kommen alle sagen, die haben sich wahrscheinlich nur noch ein Krawatt, ich habe es nicht zu sagen. Er sagt, unbedingt Sinn. Ich würde sagen, nee, er sagt, lost, nicht unbedingt. Wann er ist, dann lost. Wann er ist, dort Sinn ist. Weil ich würde sagen, wenn du nicht in Haus vorstellst und du sagst, das konnte ich nicht ganz gut gern. Das ging als ich. Lieber dann wende ich als ich. Und dort wollte ich die Menschen noch wissen, ich wollte mich auch noch einigkeiten. Und dann fuhr ich, dann war ich mit dem Krawatt. Und ich hatte New York. Es ist dort Sinn. Dort ist Lost. Dann würde ich die Lost die Kontrolle nehmen. Und dann dauere ich, was die Lost will haben. Und dann würde ich mich kontrollieren. Dem war ich fing wieder, als war ich der dritte fing, wortwörtlich Lost ist. So, Lost ist Begierigkeit. Und diese Begierigkeit, diese Lust, dort ist eine ernstliche Sünde. Weil manche Sünden, die sind verboten, leichte kann, sehr leichte kann. Wenn jemand die Lehren haben, die kostet hier, das ist die Antwort, das ist eine Sünde, dann weit wie das ist, zu weiten, das ist auch, das ist eine Sünde. Wenn jemand sich was gestohlen hat, dann weit wie das ist, Sünde. Aber nicht alle sind es verboten zu weiten, ob der Mensch diese Sünde in sich wohnen hat oder nicht. Und Lust ist eine von diesen gefährlichen Sünden, was wie bei dem Nächsten nicht gruselhaftig werden, nur bloß mal gruselhaftig sein, das ein lustbarer Mensch. Er kann nicht sagen, dass der wie ein Schmack nie in Krawatt fährt, ein lustbarer Mensch ist. Das kann ich einfach nicht sagen. Das mag sein, aber das mag auch krank zu wahrlich nicht sein. Ich kann nicht sein, wo du in Utgetekend das modernste Haus hast, in Lust, wo der Mensch ist. Das kann ich nicht sein. Das ich weiß das nicht. Und ich kann nicht sein, dass Carlos Slim in Lust, wo der Mensch ist. Ich weiß das nicht. Jammerlich recker Mensch. Und wie alle drei und jeder da auch der Tod, der immer noch recker wird. Wie sein Porto an. Ja? Weil kann nicht sein, dass das ein lustbarer Mensch ist. Vielleicht hat der die große Samen Geld mit all den wahren, holt tausende Menschen, die wir am Schaffen dann, und fehlt dem mit ihren Jästen, sag ich, wo weit ich dort? Das ist der Samen, das Material, was der Mensch hat, sagt mir noch nicht, dass ich ein lustbarer Mensch bin. Er unbedingt in jeder Mensch sein. So, aber du hast, das ist auch, was wir klar haben, dort begierig sein, gietzig, lüstern sein. Dort werden wir klar haben, dort ist ein Sinn, weil es Gott sein wird, weil haben, dort wie dort weiten sollen, was Sinn ist. Und, wir haben ein kleines bisschen gedacht, was ist Lust? Und hier sind Feuerpunkte, die ich hier mal rücknehme. Und das hat war mit diesem James Dowell seine Erklärungen zu tun. Und er sagt, das Erste ist, Lust ist dann zu können, wenn ich erreichte Dinge will. Ich will, was erreicht ist. Dann kann ich das all erkennen, dass das ist Lust. Und wo erklärt man das noch ein bisschen doller? Zum Beispiel, wenn ich will, ich habe diese Lust, diesen Iva, diesen Drief, mir muss gelobt worden. Ich muss eine gute Reputation haben, eine gute Anerkennung haben an den Menschen. Ich muss die haben. Oder ich muss was schreien und don't, was mir das kosten wird. Zum Beispiel, ich brücke das Beispiel hier von den Krawatt-Typen. Ja? Das hat er gesagt, ich will mit den Krawatt-Typen, ich will mit den Boring. Und Gott sagt, weißt du was, no, mein Finger, der Gott, du kostest noch gleich. Du hast kein Geld. Und du wirst dort mit geliedet Geld, und du wirst ein Teil Antras betonen, bald wirst du befrieren, hast eine Früh und wirst keine haben, aber du hängst noch einmal an deine lastbare Krawattkur. Viele liegen von dir in Ehenen mit Schuld, wo sie die Last getrieben haben. Und Material,
Und dann, wenn man sich befriedigt hat, da wird man einweg, man hat nach Tieres lang tun, wenn es das Janker mir so sei. Und nun hat mein Ehepartner, bald ist die Familie, und die hat alle und die meine Last leiden. Wo ich habe mich auch gewohnt, mit viel Schuld und so weiter, und der Entras. Und wenn ich wird well, wird das auch recht Ding ist. Und wenn es nicht zu diesem Zeit, in diesem Moment, das soll ich nicht tun. So, wenn ich irgendwas wird well, wird das auch recht ist, dann werde ich das als Last. Und dann würde ich mich ans Meten, als dort, Last ist, oder als dort nicht Last ist. Zweitens, wo wollte ich, als ich mit Lust zu tun habe, oder wohnt Lust ist, dort ist, wenn ich das rechte Ding will, aber für die rechte Ursache. Weil ich kann ein rechte Ding wählen, aber für die rechte Ursache, dann ist es immer war noch recht und dort ist Lust. Ich stand, ich war ein Tag dann rubt jemand mich an und der wird noch so brav als einmal, als jemals, würde ich sagen. Und der freut sich so. Der sagt, Martin, da bloß mal vorne, das ist der, war eigentlich so weit, der einzige Funk hatte, der Mensch mich jemals gegeben hat. Und der sagt, weil ich da bloß weiten lohnt, ich habe ein Amt gekriegt in der Kirche. Und ich dachte so, und dann? Warum hat sie mir das sagen? Warum funktioniert die mir, wenn sie mir sagen, ich habe einen Amt gekriegt in der Kirche? Und das ist der Punkt hier, wenn wir sagen, dass der Quell, das rechte Ding, aber für die rechte Ursache. Das Mensch, der will ein Amt haben in der Kirche, für die rechte Ursache. Dass die nicht lange erwartet, an das Mensch, der hat Sünde in seinem Leben, das Mensch, der will Sachen verstärken, ob er mit einem Amt in der Kirche hat, da wird ihm nicht ganz leicht wie andere. Dann lasst er in der Streben und lohnt in der Kirche hat. Und nein, das hat ihm gelegt. Und das muss er nach dem Prediger fahren. Dort bestätigen. Ja, da muss er auch noch weiten. Das ist nicht mit euch ein Amt in der Kirche hat. Und wenn Gott dann zurück, da werden wir bloß mit Frieden tun, zu seiner Ehe. Aber nicht zu meiner Ehe. Das ist Last. Und das ist eine sehr böse Sintel gelast. Und das wird einzig heute sehr strahlen. Wenn es von ihren Menschen, die in der Lehrerschaft sind, oder in der Bande haben, das ist Amt genommen, wegen der gelüsteten Amt, Paulus in Reto Eva. Das sind die Menschen, die sehen, nur ihr, der ist dem, dass sie ein Amt werden haben, und dann kriegen sie mehr ihr, kriegen mehr Reich, und haben Schutz, und wird nicht so leicht euch gereben worden. So lasst es dann durch, wenn ich das rechte Ding für die rechte Ursache will. Weil die einzigen Menschen, die wollen das rechte Ding, die möchten, wollen wir sagen, was immer, Prediger sein, singen, Missionar sein, was immer. Aber bloß zum Beweisen, dass ich sie sei jäßlich. Und ich kann dir auch mit dir, wie das ha. Aber ich traf gleich sehr lang drei eine Person. Und mich kalt hier, dass ich den traf. Wörtlich, das war mein Vater im Hals. So schändlich will ich jährig sein. Und der vertal so sehr fein. Ich dachte so, Mensch, wenn ich schon mal von dir weich kann. Das kalt hat mich. Du wirst so jähren und jäßel ja Mensch sein. Dann geh mal ab die Neues, fäng dich mal bei Gott und brach an Gott, dass alle wissen, wer du bist, dass dir die Reinwaschung wird von all den Beisitz schon, was du in deinem Leben mit hast und von deinen Grauten heichlerieren. Dann brauchst du bei mir nicht kommen sein. Lebe doch bloß mal. Wir haben von der immer waren viele Menschen, die fahren zur Kirche, die arbeiten in der Kirche mit, geben vielleicht Gott Geld, was immer. Und die tun das rechte Ding für die rechte Ursache, wird es jetzt an mir. Ich will in Schmack, es scheint jetzt Leben bewiesen. Mit meinen Wehen, immer was ich dauere, jeder, was immer. Drittens, was ist wirklich aufgehend? Wo weiß ich dort? Wenn ich das rechte Ding will, aber zu der rechten Zeit. Zu der rechten Zeit. Und nun würde ich diese Korvette nehmen. Erst eine Korvette kommen, auch. Also so tun Sie eine Idee, diese Korvette kommen. No, das ist ein bisschen bleich, Gumm und Dreh und Batterie kriegt das alle andere fort, ja.
Und als ich gemerkt habe, die von einstehenden anderen führen, sonst mit Arach. Bloß, wenn ich dort Arach die Tee habe, wenn ich dort noch nicht kann, und wenn meine Anstellung nicht mehr reit ist. Und hier mag ich Ihnen sagen, für Jahren drei, starte ich für einen in Monbar, war ich mein Bruder. Und ich habe die Wirtner Stab, und dann kommt die Ware mit ihnen, einen älteren Pickup zu haben, wie ein 72 Mal fuhr. Und als die da wir dann, somehow früh, nicht mein Bruder, den, was haben dort du noch nervös nie ein Pickup gekauft hast? Check dann zu mir so um, wie mit Stellen, sag ich da. Und das sei ja klar. Na, war das dann klar? Wenn ich kann. Und ich gehe dort sein, ich fuhr nie ein Pickup, dann soll die dort weiten. Nun habe ich dort Kunden nie ein Pickup vor. Solange ich dort nicht kann, dann weit die, ich kann nicht. Weil ich kann nie ein Pickup haben. Und dort die Jorn. Viele von ihnen in Ubersch, die fuhren nie Pickups, und die haben eine Ware dessen nie in Gerätschaft gekauft und dort nie Gerätschaft gekauft. Das wäre interessant, bald dann strampelt dieser, der kann seine Tollings nicht mehr. Und dann bald wieder strampelt Jana, ging ganz bankrott. Und dieser fuhr nach Hammer seinen alten Furt. Ab einmal in Tag fährt er und nicht fertig. Dann reden mit meinem Bruder von Nukana. Bis er den vorhin auf den Cashmoney betont. Und die können warten. Lasst der nicht warten. Lasst auf Gott Geduld. Lass mal das Furz hängen. Und ich will hier mal drehen sein. Es sechs haben Sinn. Es sechs, dem Devil seine Idee, oder ist es dem Helden Gott seine Idee? Wem sie Idee ist das? Wir würden alle sagen, ans Schöpfer, ans Gott. Gott hat für die Idee das sechs leben. Aber wenn ich in Jizia, in Bejeja, lassbarer Mensch sein, dann will ich mir die sechs nehmen, euer Ikon. Dann weiß ich sehe ein lassbarer Mensch was. Ich sehe ein jitziger Mensch was. Ich sehe einfach begierig was. Das ist das, weil das reichste Ding, wo ich das reichste Titel, dann ist es Sinn. Und die Welt sagt von der, aber willst du hier gleich nicht Armut zu sein? So was. Hier kann ich Sex und Fern befrieren. Willst du gleich nicht Armut? Das sage ich nicht bloß Kenia und Jungen von der. Das sage ich noch zum Lied. Das sind sie dir sicher. Und doch sei er verbiestert. Wann er weiß, dass das Begier ist, dass das Lust ist, dass das Jitz ist, wann er das denke, ich muss haben, fern Tiet. Viele Lieder nehmen sich das Sexleben fern Tiet von dir. Viele Dinge nehmen sich die Fortier, das Land, die Hieser, was wir uns ausdenken können. Fern, das sind ferne Dinge, das sind die rechte Dinge. Aber euer, ich von Gott, dass du die Kräne hast. Euer, das wird die Kräne haben. Bill, die fragt, die Sommerbibelschule, ich ging ja nicht der letzte Weg, ich bin noch eine Weg. Euer, eine interessante Frau, und da hat Gott ja zwischen Ende und gedacht. Und er fragte, wo wollt ihr, wenn ihr ein großer Mensch seid? Und Bill, was mal die Antwort geben? Wenn ich hier smart von Salz abschauen, oder wie der andere? Der andere. Wo wollt ihr, wenn ihr... Okay. Wenn mir selbst gesagt wurde, wie einer von den Schülern, die was ja noch ein Ding teachen in der Show, wann werde ich da ein großer Mensch sein? Wann war? Wann ich kann warten? Wann ich kann still sein? Wie klingt das? Ja. Ich will die Schülern... Oder nein, wird irgendwie vermischt. Er wird in der Klasse, und so von den Kindern wissen nicht gut von Stell sein, und dann fragt er ihn einfach mal, wo wird ich, wenn ich ein großer Mensch sein? Und ich glaube, wie einer von den Schülern selbst hat gesagt, wenn ich kein Stell sein. Ja, ich habe das Müll fort. Und dann war ich das zwei, drei Mal überdenken, und dann war ich jetzt sagen, dann sehe ich ein großer Mensch. Aber wofür habe ich dich doch Platz hier, ja? Und wie wir sie abfallen, Bill, die Schüler dort sagen, dass ein großer Mensch kann still sein, mal warten. Ja? Und wie viel Mund wird nicht bloß platzen, ja? Hier kann ich warten. Hier macht Furz. Der vierte Punkt über hier ist, wenn ich das rechte Ding will, über für die, über das erste rechte Mut,
that's the orachte mod. Das erste rechte Ding erweit, aber das erste orachte mod. Wo dover det? Das hat vorher mit Boring zu tun, mit Jal zu tun. Und wenn ich das rechte Ding will, über das erste orachte mod. Zum Beispiel, wenn ich will ein Fertigkeiten, oder ein Hüschkeiten, Lohnkeiten, Computerkeiten, Fonkeiten, Wort Emma. Ich glaube, man muss in drei denken. Die letzten Tiden, das letzte Jahr, von Januar bis nun, oder was in Dezember, weil sonst habt ihr wieder noch gesagt, sonst glaube ich nicht. Dezember ist die meisten, wenn es eine Besetung hat. Dezember muss ich keiten. Das ist eine Lehne. Ich muss in Dezember nicht keiten. Wenn ich Schmatt in Dezember keiten, dann ist something anderes. Ich muss kennen im Dezember keiten. Viele Leute, die liehen Geld, um den Dezember überkommen. Und weißt du, dass du in keinem Monat mehr Selbstmord ist als Dezember? Warum? Was hat mit Geld zu tun? Nun kommt, weil die Geschenke fast da, wie man Geschenke, und wie man Geschenke, und alle man Geschenke haben. Und dann dauere ich mehr als was ich kann, und das bringt mich Trouble. Du bist es nicht sehen. Glaubt ihr, dass wir als Eltern schon dort erfahren und sagen, weißt du was, diese Weihnachten, wir haben die Schaubeln verkauft, weißt du, wir wollen das Jahr nicht ganz viel Geschenke geben. Schön, kein Problem. Du wirst was Weihnachten bleiben. Du wirst erst Jesus Christus, dann haben wir Jesus Christus. Wir haben nicht keine Schaubeln verkauft, wir haben unsere Art nicht verkauft. Aber noch, ich muss Geld lehren, wir müssen Geschenke haben. Da kann ich meine Kinder mal nicht anhören. Ich muss Geschenke haben, oder meine, wie immer, ja? Mein Boyfriend, Girlfriend, was immer. Das ist traurig zu sein, wo das sitzt. Nur Weihnachten, wie viel Geld die Leute haben, bloß zum Geschenke kommen. Das ist nicht bloß immer zu Weihnachten, aber das ist eine von den ersten Tiden im Jahr. Mit der richtigen Amount. Mit der richtigen... Na ja, das Telefon, das würde ich gerne schreiben, versuchen so viel diesen Peuso oder versuchen so viel. Aber weil es mein Freund hat, ich kann mich nicht in Schaden lassen bringen. Ich muss ein bisschen besser haben. Das ist Gier. Das ist Lust. Das ist Sinn. Das ist Sinn. Wir denken das noch ganz klar aus dem Zwischen, die erste Feier 40 wir. Dort wie ein Traktor. Wow. Jeder Nober in jeder Früh, ob der ganze Zwölf-Kolonie wisst, wohnt dein Nober, wie was nur in Feier 40 hat. Aber was glaube ich passiert meist vor? Jemand, je weit, wohnt Traktor wieder in der nächsten Kolonie. Dort wie nicht in Messer Ferguson. Dort muss ein John Deere sein, aber ein nochmal geraten. Ein Saße 40. Nicht nur bloß ein Saße 40, sondern ein Saße 40, 50 sein. Wo der Lust auf der Zwölf-Kolonie sich ausgetobt hat. Grausam. Hier wird es eine Früh, der Nubasch früh ist die Stunden und Tünen verteilen durch, über sein Rehm, Ruf und Maut, ich nicht seine Ehre kennen, aber befrieren, ein paar Stück haben sich alle befriert, jeder zieht einer. Und dann sage ich das eine früh, wenn sie Kinder, die haben so und so viel Malki, und die sagen, die haben diese, die haben so und so viel Korn oder was stehen. Ja, dann meinte ich, ich noch lernen, ich verstehe das. Ja, sage ich die andere früh, wenn sie Kinder haben letzte Kinzena, so und so ein Schreck. Lost, je, jetzt. Wundert euch eins? Ja? Das Motorcycle ist nicht mehr gut, ich mag einen anderen Motorcycle haben, wenn ich Jana habe, so. Und da mag ich Jana wissen, ich will ein bisschen besser haben. So, ich habe die hundertsten und tausendsten Dinge abregen. So, wann erst, was mich jankert, wann wird das wirklich Sinn? Wann wird das Sinn, wenn mich was jankert? Erst mit was jankert, ist Sinn. Ich glaube, wenn ein Mensch sich nicht jankert, dann habe ich auch Trouble. Ein Mensch muss in Janker haben. Janker zum Leben, Janker zum Wort-Down, Janker zum Verbetern, Janker zum gute Dinge tun und so weiter. Und wann wird das Sinn? Hast du was mit euch? Wenn ich dazu sage, dass die Firma bei dieser Zeit so verstarb sind und die sind mutig, die schaffen mit Familie taub und meine Freunde und ich, wir haben uns hier gefreut, wenn wir sagen, dass früher und Schengen alle sind dabei, von tätig, bei Lot und die sind einfach aus Familie taub und die jeder scheinen.
Als het aardig van ik te mijn vrouw zei, man, dat jankt me ook. Ik wens we kunnen ook. Dat is het eerste van mijn aardig. Niks aardig. Waarom niet? Dat is een schoon, fijne ding. Maar wanneer wordt dat zin? Wanneer ik de nächsten dat is niet gaan, en ik er niet kon van losloten, en dan maar waren als dat. Wenn ich in die Bibel in der Hand schlug, weil ich mal ab in 1. Könige Kapitel 21, da habe ich eine sehr interessante oder eine dumme Geschichte, werden würde sein, von einer Geschichte, wie ab irgend sehr, sehr viel sollen lernen. 1. Könige Kapitel 21, ich will den Frauen das wieder lesen. Das Porte, das wird uns ein bisschen Zeit nehmen. Aber du hast einen König in Samarien, der heute Ahab. Und sie Noba, der hat in Wien geworden, der hat Naboth. Und das sage ich dir, nur diese Geschichten beäuft sich dort Naboth, der Jesraelit, der hat in Wien gebracht, Jesrael, den Palast Ahabs, der König von Samarien. In Vers 2 sagt es dort, und Ahab red mit Naboth. Also der König selbst merkt sich, der Arbeit in der Jät nur dem Noba sein. Dann sage ich, jaff mi. Hör ich mal das erste falsche Denk hier. Weißt du was? Ich sehe in Jezja, in ein lastbarer Mensch, und ich sage den Wiengarten durch, und dann sagt er, jaff mi. Mag ich? Also, Fritz zu sein, das ist last. Jaff mi. You know, ich haul Klampes, aber weißt, mir fehlt noch ein Stärks hier. Und last, da wird ein Beats gesehen. Das wird er nehmen. Wird vielleicht ein gewöhnlicher Mensch, der zufrieden ist, nicht mehr daran denken. Dann sage ich, jaff mi. Was sage ich da? Dein Wiengarten, Kängerich, amen mal, Kängerich, stellt ihn für aus dem Kängerich. Nicht in Oam Nubag und sagen, weißt du was? Jaff mi, dein, du hast du was, jaff mi dort, ich will dort. Kein Respekt, jaff mi, dein in Wienburg, ich will einen Gemüsegarten dort mir. Aber ich. Und dann sagt er, weil er so nahe an meinem Haus liegt. Da sagt er, wenn es den Garten liegt, so dicht bei meinem Haus, wow, ich würde einen fernen Gemüsegarten haben. Dann sagt er, ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben. Lehnes. Das wie oft Gott, was Naboth hat. Und oft Gott, jeff man nicht, bloß es das führt. Wie wir Forster an. Das habe ich ja auch. Und wenn du nach der großen Mond hinweg bist, die hat die nicht an. Die hat die nicht an. Doet hij het jankeren of niet? Want dat gaat hij niet aan. En maar wanneer die je valt, wil ik die geld ervoor geven. Zoveel er geld. Ik wil die, wat ik niet weet, een andere woorden ervoor hebben, dan wil ik die geld geven. Een andere woorden, ik laat die een eigen, ik ga een ploen, en ik wil die beschermen, en die woorden schrijven. Zo is het dat. Als je wat met aardig van hij wil zijn, gewoon vrouwen, hey, weet je wat, een dag van die universiteit, dan moet ik de eerste zijn. Is dat wat met aardig? Absoluut niet. Wann er wenigstens eine rechte Anstellung gehört hat. Aber wie fängt er heute nicht eine rechte Anstellung? Er sagt, Vers 3, aber Naboth sprach zu Ahab, das lasse der Herr ferne von mir sein. Hier hat nur Gott, weißt du, Gott dort blut weit auf von mir sein. Weit auf. Dort ich die, das auf Gott von meinen Führer geben soll. Das schreibt man, je lecker streck, kein Horn lässt zwischen mir und die, nicht. Nun mag ich diesen Gietzchen bejehen, lassbaren Tänik. Aber Naboth sprach sie das in Vers 4. Da kam Ahab heim, will es an den Streck, kloren, dickliche Sache, fahr Gott niemals aus diesen Garten haben. Zweimal. Dann kommt das König König in Haus. Und lest das Haus, weil ich nochmal frage. Aber da kam Ahab heim, missgünstig, zornig, damit beleidigt und verdrüsslich, in doll. Um das Wortes willen, das Naboth der Jesraelit zu ihm gesprochen hatte, ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett. Und was hat er dann? Ist schon wahr, ist mit dem Schäppmerschlupf holen? Rennisch von Sand, Nächsten, Brümschen. Und so, dass jeder Monat wird er wollen. Jeds Habsucht, Lust, wie es immer wird, kängerlich Mensch ist, würde ich keine Scham haben. Das ist alles im Dank. Ich habe mir das gesagt. Und er lädt sich ab seinem Bad, dreht sich nur gewohnt mit seinem Gesicht und eilt nicht und trinkt nicht. Mal nichts, ja. Ich habe ein Haus in einem Bad, und er hat das Gesicht nur gewohnt.
Bloß wer ins dort, wo ich mich festgestellt habe, was ich will haben, nicht mal ein einfacher Nubertermin streckschrift und sagt, ich rest das nicht. Und dann steht er tatsächlich und sagt, well, it's okay, das gedehnt sich, das gehört nicht mehr zu den beiden. Aber ein lastbarer Mensch, der sich auf Kindersprache sagt, das traf mich, das mag ich. Da kam sein Weib Isabel zu ihm und redete mit ihm. Na, wo am besten so missgünstig? Ein Arzt noch nicht. Er sprach zu ihr, ich habe mit Naboth, dem Jesreelit, geredet und zu ihm gesagt, gib mir den Weinberg und um Geld oder, wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Vers 7, da sprach sein Weib Isabel zu ihm, erzeige dich jetzt als König über Israel. Steh doch ab und bewies dich aus dem Tjernig, ein Hornel ist ein Tjernig. Hier spielt die früh Säuer mit dem Tjernig seine Lust. Und die drehen dort schließlich so, dort ist Naboth, da wird eine Gruppe Menschen, die bereden sie, die würden alle Leis abbringen über diesen Naboth, die würden für ihn gerecht gebracht worden, die würden sie tot machen, und wenn ich tot wäre, sagt sie, Tjernig, dann ist es ihn geworden. Lust auf Kirchen ein. Lust lässt Menschen tot machen. Warum habe ich so viel Mord diese Zeit? Was ist der Grund, was ist die Ursache? Lust. Ab dem Geld, wo ich weiß, das ist mein Geld. Ich habe Macht, Lust nur Macht, Lust an Kontrolle. Der Grund in Ursache für so viel Mord in unserem Herz, wie in unserem Jahren haben, ist Lust. Das ist eine Habsucht. Ich muss doch die Kontrolle haben, ich muss die Ehe haben, ich muss sich um mich drehen. Und hier fängt wie diesen Kernig, den dreht sich dort alle um sich selbst und am sich zufrieden stellen und in Kreiten dort, wo mich nur bei mir tot gemerkt. Aber ich komme zu dort, was meine Last sagt, was ich soll haben. Das ist ein sehr, sehr sinnhaftes Ding. So, wir haben hier, ich möchte zum Schluss hier ein paar gute Warnungen im Gott sein Wort mitnehmen. Gott lehrt uns so klar, über wo wir uns all in der Zeit warnen können, unsere Kinder warnen können, unsere Nachkommen. In Markt hier, Lukas 12, 15, da sagt Jesus das. Er sagt aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor jeglicher Habsucht. Das sind Jesus ihnen wir, das habt diese Welt wir. Er sagt einfach, dort sind heute für jegliche, das meint für jede kleine Habsucht oder Lust, Gelüste. Heute sind dafür, sagt Jesus. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Kein sein Leben hat mit dort Erwerbswort zu tun. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, eines reichen Mannes Feld hatte viel Frucht getragen. Und wie weit in dieser Geschichte, wo der Mann dann seinen Speckerstuhl bereitet und merkt gerade, wo nicht mehr arig ist, aber für ein Jätschen hat sich ein Mensch erst ganz arig. Ganz arig. Und dieser Mensch meint Jesus, hier ist ein lastbarer Mensch. Ich hatte Last, Maya für mich und Maya für mich. Und ich war das Wesen, dass ich kann nicht mal meine Arme sehen und andere, während andere schweigen wollen, wo ich von den Reiten lebe. Und dann sagt Jesus, too bad. Too bad. Diese Nacht wollen sie deine Seele holen. Because of deine Last. Ab deinen Jitz. Ab deine Habsucht. Gott warnt uns in seinem Wort. In 5. Mose 8, 17. Und das, dass du nicht sagst in deinem Herzen, meine eigene Kraft und meine fleißigen Hände haben mir dies oder jenes Reichtum verschafft. Mm-mm. Gott sei Donald für das Volk Israel. Euer sind keine anderen Schäume. Die waren Fähne Hiese haben, die waren Wien Gottes haben. Und wollt ihr nicht alles waren haben, dann verjährt mich nicht, sagt Gott. Dort haie durch mich. Ich habe ihnen das Leben gegeben, ich habe ihnen die Kraft gegeben. Der Mut gegeben, verjährt das nicht. Wo Gott sagt, dass alle verrüttet wurden, die vorsehen, dass der Volk Israel wurde in Jitzgit, lastbordet, Volk sein, dort bloß für sich streiten wurde und nicht an Gott mehr denken wurde. Und wir fingen dort auch in 2. Korinther 9, 7, da sagt es, ein jeder soll geben, das heißt, in sein Hort hat fehlgenommen. Nicht am Anwählen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und warum komme ich nicht dort? Gott schaut ans Wort. In der Weit, wenn ich gebe, als ich durch dem Jitz was filtern lud,
Oder als ich einfach sage, Gott, alles, was ich sowieso habe, meine Gesundheit, meine Mut, meine Kraft, mein alles, das ist ein Geschenk von dir. Er hat Frieden, wo ich gebe. Das, was ab ein Frucht bringt, das. Und das bringt nicht den Tod, das bringt Leben. Das, was Paulus geschrieben hat, 1. Petrus 2,21 sagt, so leget nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid. Närrisch sein, kämpft auch mit Jeets, mit Habsucht und mit Lust, den was zu tun. Und dann sagt er, dann sind einige schon vom Glauben abgehört und haben sich viel Schmerzen verursacht. Vers 6 sagt, es ist aber ein großer Gewinn, wenn Gott, wer gottselig und lässt sich genügen. Das ist ein großer Gewinn. Wer gottselig leben kann und sich das Leben genügen lassen, mit einem zufriedenen Tod. Und dann wurde von Arndt gegeben, ich will meinen Kopf nicht verbrechen. Wenn es Gott hat gegeben. Ich habe mein Bettel im Baum verbeselt. Ich habe es einmal belebt. Und ich kann eindeutig und ich kann zwei sein und ich kann grunzen, ich kann murren und beschuldigen und das und das und das. Aber ich sage Gott, das ist was passiert ist. Und ich danke dir dafür. So, unser Titel ist oft gerannt. Möcht Gott geben, dass wir uns zusammen kriegen, nur Psalm 139. Ich möchte uns alle Tipp nach den Vers lesen. Psalm 139, wo der Psalmist dessen, was sagen der, dort Herr, erforsch mich. Und weil wir nicht so dickkoppig sind und glauben dort, oh, ich sehe nicht ein jetziger Mensch, oh, Jana dort ist ein habsicher Mensch, Jana dort ist ein lustbarer Mensch. Und wir haben von der Seite, wenn ich euch getast, von über der sexuelle Lust, was Jesus in Matthäus Kapitel 5 von reden hat, in der Meier steht, das lustbar sein. Und Jana hat die Trouble mit, ich habe nicht Trouble. Weil, weißt du was, wer wir können von uns sein, ich habe kein Trouble mit. Das ist ein Menschentrouble, das ist ein Christentrouble auch. Dass die Christen viel weniger Trouble mit haben, die sehen sich, die fängt sich und die warten, was mit tun. Lassbar sein. So, der große König David, der kommt ab ein, diesen Weg und sagt: Gott, erforsch mich. Ich kann mich nicht. Ich will wirklich nicht näher, wie ich sehe. Du mich erforschen. Erkenn mein Hort. Blätter doch mal durch. Alle Deo, jeder Sekunde, jeder Stunde, nimm doch mal ganz durch die Deo und blätter doch mal durch. Und prove me. Wenn der Psalmist hier sagt, und sich wer auch der Gott sein, dann muss ich proben. Dann kann er vielleicht bedienen, dass mein Bettel wird im Baum bleiben, dass meine Arme wird verfrieren, wird verheulen, oder da wird man kommen. Okay, was willst du tun? Du hast gesagt, Gott, dann muss ich proben. Und ich will euch das beleben. Habe ich mit Lust zu tun oder habe ich nicht? David sagt, prove me. Und dann muss ich erkennen, dass mein ganz klar durchdachen, wo ich dort wirklich in mein Hort meine. Vers 24, und dann check, was ich ja Platz habe bei sie, wie ich sie. Weil eigentlich denken vielleicht so, oh, ich lese die Bibel, ich bete, ich gebe Geld, ich sehe beständig in der Kirche, in Dalmert und so weiter. Aber mein Hort, da kann ein bisschen wach sein. Von Aufgangs, von Neid, von Beleidigung. David kämpft hier, sagt er, ich kann Platz habe bei sie, wie ich sein, und ich sehe vielleicht nicht mal angeworden, weil ich dort erst so. Und sei nur, sag ich ab euch, wie ich sein. Dann machst du mich leiden, ab euch, wie ich. Zum nächsten Sinn nach gehen wir dann wieder. Zum dritten Thema dann schlüten, über die Last. Und dort werden wir versuchen zu bekicken, ab eine zufriedenstellende Entstallung. Wir beten. Dankeschön, himmlischer Vater, für dein Wort. Für die vielen guten Beispiele, die wir haben. Herr, wir haben von dir gerutscht, ein klein bisschen, das euch getast. Du hast so viel in dein Wort über Last. Und wo wir die Last erkennen können, und wo die uns warnen dessen dienen wird. Herr, wir denken an sogar ganz am Anfang Adam und Eva. Sie werden da über die Last, die Krupp über die. Und die Last dreift so weit, dass sie sich versündigen deuten. Sie vertüschten das feine, reine, heilige, fehlerlose Leben um ein kleines, lastbare Ding zu weiten, was reichen euch wir. Und Herr, kriegst du dann so wie von dir, dass wir manchmal feine Dinge, ein reines Leben, ein scheines Leben, vielleicht ein schuldloses Leben von Geld oder Sinn, haben können leben, aber auf einmal dann haben wir was
gedaan en we hebben ons laten van de last. Durch leiden en overkomen en hebben daarop een Entscheidung gemerkt. Herr, vergeef ons, wo wir lastbar sind. Herr, wir möchten die gemeinsam, wo so viel als möglich von der Last frei ist. Von dem Jetzt, von der großen Streben, nur was nicht ans ist. Vergeef ons en leer ons, frei te worden, von so einer Sinn aus dort. Amen.